Hallo, heute lernen wir euch Backseven 80s. Wir haben zwei Varianten. Erstens, Fallout. Zweite Variante, Wolf. Diese zwei Pro-Skater erklären euch jetzt die einzelnen Techniken, wie man es macht. Bitteschön. Also, wenn ihr den so können wollt wie ich, gibt es da ein paar Unterschiede. Das eine ist, dass ihr viel mehr Arbeit mit dem hinteren Fuß braucht, weil ihr ja nicht über die vordere Achse dreht und euren Körper generell mehr drehen müsst. Das erreicht ihr am einfachsten dadurch, dass ihr einfach die Schultern schon bevor ihr abspringt eindreht, also schon praktisch so dasteht, dass ihr schon in die Richtung schaut. Ja, das ist eigentlich das, was ihr braucht. Und natürlich solltet ihr Ollies können. Und dann steht ihr den Ball. Meine ist der Styler 180. Ganz einfach, man braucht eigentlich fast überhaupt keinen 180. Einfach nur einen Ollie auf die Nose und dann reverten. Der Styler 180. Probier was nochmal. Warte. Mach weiter. Nochmal, Styler 180. Der war aber stylisch. Das war ein Styler 720. Also einfach nur Ollie machen. Kann manchmal in der Hüfte wehtun, ein bisschen kratzen. War bei mir auch so. Machen wir noch ein, warte. Das schafft er heute nicht mehr. Oh, Kinders. Lass den Schnack. Oh. Nein, halt, meine ist viel cooler. Jetzt gibt's ein Duell. Ja, komm, wir wollen noch was anderes wie 180 machen. Leute, der Trick dauert jetzt schon 10. Jetzt fühlt sich Andi wieder auf. Hast du den drauf? So, Kinder. Aus. So wie das Slam gerade könnte vielleicht nicht ausschauen, war ein bisschen uncool, aber einfach mal so. HSF for life!